Moin, hi, moin. Fluppi. Jetzt hat er gerade aufgenommen. Oh, tut mir leid. Hallo, ja. Moin, moin, liebe Supersuchtis. Mein Name ist Fluppi. Das ist natürlich der Zungiebel. Hallo, Zungiebel. Hallo, Zungiebel. Heute sprechen wir über die ersten veröffentlichten Preise zu dem Xbox One Zubehör und über dieses Logo hier. Das war gelogen, wir reden nur über die Preise. Die Xbox One und die PlayStation 4 sind quasi kurz vor Veröffentlichung und jetzt wurden schon die Preise für die Xbox One Zubehörartikel rausgegeben, was ja nicht ganz unwichtig ist, lieber Zirngiebel. Wir haben ja diverse Controller zu Hause liegen. Ja. Bunt, ergonomisch geformt, keine Ahnung. Ja. Und der neue Xbox One Controller, wenn man sich den einzeln holt, kostet $60. Ohne Charging Kit. Genau, einfach nur der Controller und Charging Kit $60. Das sind $10 mehr als von der Xbox 360. Ja. Okay, das sind ungefähr 45 Euro, aber ich denke mal, es wird hier wahrscheinlich 100% übersetzt, das heißt auch 60 Euro. Würde ich jetzt mal davon ausgehen. Das offizielle Headset kostet $24,99. Charging Kit und Kabel und Batterie und so weiter kostet auch $24,99 für... Ach. Den Controller und alles zusammen, also so ein Bundle Charging Kit Controller, kostet $74,99. Dann spart man quasi $10. Ja, was sagen wir dazu? Naja, ein bisschen teuer. Nee. Bisschen teuer, ja, finde ich schon. Ja, finde ich auch. Das ist ja fast ein Spiel eigentlich. Ja, schon. Und PS3 ist viel billiger, so ein Controller. PS4 glaube ich auch ist billiger, weil man hat ja bloß einen USB-Stick zum Aufladen, also so ein Kabel für die. Controller von der PS. Ja, das wäre ja zu einfach. Ja, natürlich. Das ich finde den irgendwie Geld. Auch so klobig, den neuen Xbox One Controller, oder? Ja. Da ist sowieso viel Fläche. Ich meine, die paar Knöpfe da drauf, die sieht alles so aus, als wenn, was mache ich mit dem Rest der Scheiße irgendwie? Ja. Nee, oder? Das gefällt mir nicht so, nee. Jetzt ist übrigens eine Diskussion wegen dem Headset, weil das ist auch neu bei der Xbox One. Bei der Xbox 360 wurde ja ein Headset für Xbox Live, damit man das halt auch nutzt und so weiter, beigelegt, kostenlos. Ja. Und jetzt ist es halt nicht mehr so. Ja. Warum? Weil Microsoft sagt offiziell, die Kinect hat ja ein Mikrofon und Speaker und filtert das auch raus irgendwie so, dass es halt nicht stört. Ja, ja, ja. Also filtert deine TV-Boxen anscheinend raus. Ja. Jetzt gab es aber wieder eine Twitter-Diskussion und da hat sich auch einer von Microsoft eingemischt und sagt, das ist ja jetzt irgendwie ein Thema, vielleicht ändert sich das noch bis zur Veröffentlichung. Ja. Wir haben schon oftmals drüber geredet. Ich meine, du hast gesagt, ne, was hast du gesagt, wenn sie weiter zurückrudern, dann kriegt man nur noch eine Karte oder irgendwie sowas. Ja, ich meine, fürs Kaufen draufsteht, ja. Absolut. Was ist als nächstes, oder? Ich meine, das geht doch nicht so unsicher zu sein. Ich bringe noch ein Produkt raus, das für die nächsten 3 Jahre mindestens oder 4 Jahre mindestens für meine Firma sozusagen einsteht. Und ich kann auch das nicht sagen, ja, das ist doch nicht, ach, das haben wir jetzt scheiße gemacht. Und ja, das und geht du musst nicht. Halt dran drüber nachdenken, die haben ja jahrelang, haben wir ja das irgendwie in Development gehabt, ja, in der Entwicklung und sich drüber Gedanken gemacht, Marktforschung wahrscheinlich irgendwie, ja, und jetzt alles wieder, weil... Scheiße oder was? Nur damit sie halt irgendwas verkaufen oder wie? Was ist denn als nächstes? Ja. Jetzt sagen die Xbox-Leute, die PS4 scheint ja ganz cool zu sein. Warum macht ihr nicht einfach eine PS4? Okay, gut, machen wir eine PlayStation 4 als Xbox oder? Irgendwie. Was? Hä? Ja. Ich meine, das ist schon ein bisschen, entweder du machst etwas und stehst dazu, ja, oder du machst es halt einfach nicht. Aber diese Angst vor Microsoft, das ist ja nicht nur bei der Xbox so in letzter Zeit. Ja. Ich meine, wo hat denn Microsoft in letzter Zeit Erfolg gefeiert? Ja. Leere. Skype vielleicht, aber das haben sie auch nur gekauft. Mhm. Also das sind die Preise. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr dazu meint. Also wenn euer Controller mal kaputt geht, man weiß ja auch nicht, wie gut die sind. Ne? Gehen die schnell kaputt oder nicht? Seid einfach mal 60 Euro los. Oder vielleicht auch, weiß ich, sind es hier nur 50 Euro. Man weiß es ja nicht. Aber trotzdem noch 50 Euro für so einen scheiß Controller ohne alles, das ist schon ein bisschen nervig, finde ich. Ja? Ja, das ist nicht schön. Schon ein bisschen heftig. Finde ich schon ein bisschen komisch. Ich find's so ein bisschen komisch. Ich find's ziemlich komisch. Doch.